Detlef Zabel hat einen Fehler gemacht. Der 54-jährige Schweriner hat es gewagt, einen milliardenschweren Immobilienkonzern zu kritisieren. Die Folge war sein Rausschmiss. Am 6. Mai war MV1 in Begleitung des Stadtvertreters Dirk Roser im sogenannten Unglückshaus in der Keplerstraße 10 unterwegs. Seit 2 Jahren war dort Detlef Zabel als Reinigungskraft von der Firma Haus N3 aus Kramonshagen fest angestellt. Geputzt hat der gelernte Tiefbauarbeiter für die InTown, den Vermieter des Unglückshauses. Was er dort alles erlebte, erzählt er uns gerne, diesmal ohne sein Gesicht verdecken zu müssen. Ja, wie ich auch in dem Video erwähnte, Zerstörung, Krach, Schmutz, Dreck, Vandalismus. Zwar nicht von allen Mietern, muss ich dazu sagen, wenn die sich ein bisschen durch Mietersprechstunden mal Kontakt zu den Mietern suchen würden, richtigen Kontakt, dann wäre das Problem mit dem Dreck weniger, wenn man so sagen. Es kann nicht ganz gelöst werden, das ist klar, aber es könnte reduziert werden, wenn man den Kontakt zu den Mietern sucht. Kurz nach der Ausstrahlung des Beitrags meldete sich Detlef Zabel mit einer beunruhigenden Nachricht. Sein Arbeitgeber hat mit Konsequenzen gedroht. Die Kündigung folgte rasch. Folgendes Verbrechen warf der Chef von Haus N3, David Hülz, seiner Reinigungskraft vor. Zitat: In diesem Film haben Sie geschäftsschädigende Informationen gegenüber unseres Auftraggebers preisgegeben. Dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen den § 8 Verschwiegenheitspflicht aus Ihrem mit uns geschlossenen Arbeitsvertrag. Zitat Ende. Ich hatte Feierabend an dem Tag, rief mich mein Chef an, dass InTown sich bei ihm gemeldet hat und das Thema an die Rechtsabteilung übergeben hat. Und das war das Gespräch dann auch schon. Ich möchte am Montagmorgen wieder ins Büro kommen. Er möchte mit mir sprechen. Dann bin ich Montag früh ins Büro gefahren und habe meine Kündigung bekommen. Offenbar sollte Detlef Zabel über das schweigen. Und über das wahrscheinlich auch. Die Missstände im Unglückshaus sind unverkennbar echt. Der Abgeordnete der Linksfraktion im Schweriner Stadtparlament, Dirk Roser, machte diese zum Thema im Wahlkampf. Was meinen nun andere Schweriner Stadtpolitiker dazu? Das ist ja eine der Entscheidungen in den letzten 5 Jahren, die ich auch als Stadtvertreter kritisiert habe. Die Wohnungen tatsächlich zu verkaufen in den Stadtteilen, in denen wir schon wenig Steuerungspotenzial haben, jetzt noch die letzten städtischen Wohnungen zu verkaufen in Müsseholz. Das war sicherlich eine schwierige Entscheidung gewesen. Jetzt sind die Häuser verkauft. InTown hat eine Investitionszusage gemacht und dafür haben sie jetzt noch 2,5 Jahre Zeit, diese Investition tatsächlich zu tätigen. Die WGS auf jeden Fall achtet jetzt nochmal darauf, inwieweit die Verträge auch umgesetzt wurden. Da sind Juristen dran, die prüfen das. Da ist natürlich dann auch, schauen wir, dass die Verträge, wie sie geschlossen wurden, auch eingehalten werden. Da kann dann Politik auch schon Einfluss nehmen, gemeinsam mit Verwaltung und der Wohnungsgesellschaft. Wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon mal, als dort Heizungsanlagen in der Winterperiode nicht funktioniert haben. Und als die Stadtvertretung und natürlich auch die Medien dann Druck gemacht haben, ist dieser akute Zustand seinerzeit ja auch behoben worden. Das haben wir wirklich im Blick, dass solche Player eben eigentlich nicht mehr zum Zuge kommen. Und vor allen Dingen für die Zukunft haben wir gesagt, kein Verkauf mehr von städtischen Wohnungen. Die umfassenden Recherchen von MV1 und die darauf folgenden Berichte von NDR und ZDF machten klar, dass deutschlandweit unter Hunderten von Namen agierende Immobilienmonster InTown fährt eine skrupellose Geschäftsstrategie bei dem Erwerb und Vermietung von Schrottimmobilien. Minimale Investitionen und maximaler Gewinn durch sozial benachteiligte Mieter sind hier das einzige Motto. Wer sich querstellt, wird hart bestraft, wie Detlef Zabel. Im Namen von InTown will gegen ihn sein Chef David Hülz von Haus N3 zusätzlich eine Vertragsstrafe in Höhe eines Bruttomonatsgehaltes erheben. Und das ist wohl auch nicht alles. Zitat: Außerdem behalte ich mir das Recht vor, weitere Schadensersatzansprüche gegen Sie zu stellen, da das Ausmaß Ihres Handelns derzeit noch unklar ist. Zitat Ende. Ich werde erstmal zum Arbeitsgericht einen Termin beantragen, zu AGE und eine neue Stelle suchen und neu bewerben. Derzeit liegt gegen InTown eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Schwerin vor. Es bleibt nur noch zu hoffen, dass der Fall Detlef Zabel auch gebührende juristische Berücksichtigung findet.